kommen wir zum Moped, die Sprint Report. 192, 168, 101, 101. So, jetzt aber. Also, wir haben also jetzt am Wochenende haben wir den PyDDF Sprint 2014 gehabt an der Uni Düsseldorf. Wir hatten zwei Teams. Ein Team war das Mobility-Team, das bestand aus Detlef, Tom und mir. Und wir wollten uns den Mobility-Musikserver, der in Python geschrieben ist, mal näher angucken. So sah das aus. Die nicht dabei waren. Ist also naja, alles voller Computerkabel und Strippen und jede Menge Mathe dazwischen, Kaffee und so weiter. War eigentlich war sehr schön dort. So, was kann Mobility? Mobility ist ein Musikserver, der von einem, ich glaube, Norweger geschrieben worden ist. Der wollte einen Server schreiben als Ersatz für den alten in C geschriebenen MPD-Server. MPD ist Server, die haben, als sie den geschrieben haben, auch ein Protokoll dafür entwickelt, das MPD-Protokoll. Er wollte aber gerne das Ganze ein bisschen erweiterbar haben und einfacher zu programmieren und hat das Ganze dann halt nochmal in Python geschrieben. Und dieser Mopid kann halt auch dieses MPD-Protokoll sprechen, man kann ihn also mit den MPD-Clients bedienen und er hat auch, ich glaube sogar mehrere Web-Schnittstellen, die man halt nutzen kann, um ihn halt anzusteuern. Mobility selbst ist eigentlich dafür vorgesehen, dass man lokal Musik ausgibt. Das heißt, man muss tatsächlich die Lautsprecher dann direkt an dem Computer dann anschließen oder halt über ein USB-Device und kann dann von verschiedenen Quellen aus dann die Musik abspielen. Es geht also zum einen über einen MP3-Speicher, den man dann irgendwo da stehen hat. Man kann auch Spotify anschließen, man kann auch Shoutcast und solche Sachen einbinden. Gibt es verschiedene Erweiterungen für die, das dann, die dann halt die Signale, also die Musikdateien dann halt annehmen und dann halt auf der lokalen Audioschnittstelle ausgeben können. Man kann also mit dem Mobility ein sehr schönes Internetradio bauen. So, was war jetzt die Idee für diesen Sprint? Die Idee war, wenn man jetzt schon Internetradios hat im Haus oder halt im Büro, dann möchte man vielleicht, das war zumindest ein bisschen mein Grundgedanke, möchte man eine zentrale Schnittstelle haben, wo man die ganze Musik quasi dann drüber ansteuert, die dann halt im ganzen Haus dann gespielt wird. Jetzt kann der Mobility nur auf der lokalen Schnittstelle ausgeben. Und wenn man WLAN hat im Haus, dann kann man natürlich dann auch das ganz schön nutzen, um dann halt die Musik zu übertragen. Deswegen dachte ich, wäre doch schön, wenn man jetzt anstelle von der lokalen Schnittstelle dann ein HTTP-Streaming dann durchführt, sodass man halt die Internetradios, die man schon hat im Haus, dann anschließen kann an diesen Mobility. Ja, und die ursprüngliche Idee war halt, dass Mobility dann so aussieht. Ich hatte mir das also vorher nie richtig angeguckt. Ich hatte einfach angenommen, dass das so funktioniert, weil das halt alles modular aufgebaut war. Ich dachte also, müsste ungefähr so aussehen wie auf dieser Folie. Es müsste so einen Frontend-Controller geben, dann müsste es irgendwo solche Input-Bausteine geben und dann halt ein Audio-Interface, das dann halt die Sachen dann rausspielt auf die Audio-Schnittstelle. Und die Idee war dann, dass man also hingeht und dann das Audio-Interface wegnimmt und anstelle vom Audio-Interface einfach was Neues schreibt, einen HTTP-Streamer. So. Mit der Idee oder mit der Vorstellung von Mobility sind wir alles an dieses Projekt rangegangen, haben uns also hingesetzt, haben das Ganze installiert, erstmal versucht, den Mobility lokal zum Laufen zu kriegen, das hat allein schon 2 Stunden gedauert. Dann konnte man also auf der Audioschnittstelle die Daten ausgeben und den auch ansteuern über MPD und die Webschnittstelle. Aber als wir dann hingingen und dann gucken wollten, wo jetzt genau diese Schnittstelle ist, die das Ganze jetzt dann ausgibt auf den lokalen Audioport, haben wir halt festgestellt, dass der ganze Aufbau von Mobility doch ganz anders ist. Denn wir haben immer versucht rauszukriegen, wo dann jetzt die MP3-Daten zum Beispiel ankommen in dem Server und wo man die dann abzwacken kann, damit man die dann halt streamen kann. Und da war halt einfach nichts zu finden. Was wir letztendlich dann gemerkt haben, ist, dass G-Streamer benutzt wird. Ursprünglich dachten wir, dass der G-Streamer nur verwendet, um auf der lokalen Schnittstelle auszugeben. Aber es ist tatsächlich so,
dass in MOPPID eigentlich nur Daten verwaltet werden und die überhaupt gar nicht tatsächlich durch MOPPID durchlaufen. Was also MOPPID macht, ist formatiert im Grunde genommen die Aufrufe, die dann an GStreamer gehen, inklusive jetzt zum Beispiel, wenn man Spotify macht, da wird tatsächlich dann die URL gebaut in MOPPID und die wird übergeben an GStreamer und GStreamer macht dann die ganze Arbeit. Das heißt, wenn man jetzt an die Daten ran will, müsste man im Grunde genommen jetzt an GStreamer ran, um sich die Daten da rauszuholen. Da GStreamer aber in C++ geschrieben ist und das ein gigantisches Projekt ist, ist das also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, das im Sprint hinzubekommen. Deswegen haben wir ein bisschen geguckt und haben dann eine Möglichkeit gefunden, die war auch beschrieben bei MOPPID, dass man von dem GStreamer zu einem Icecast-Server streamen kann. Das wird auch von dem GStreamer unterstützt. Icecast wiederum ist ein Server, der ein Shoutcast-ähnliches Format beherrscht und dann halt die Audiodaten in streamen kann. Der ist auch sehr gut geeignet, wenn man viele Radios hat, die man anschließen möchte. Der kann also ohne weiteres da hunderte Verbindungen herstellen. Und wir haben das einfach mal versucht, das so aufzubauen. Haben also einen Icecast installiert, haben dann den MOPPID so konfiguriert, dass er dann dem GStreamer sagt, wo er das Ganze hinschicken soll. Das hat dann auch wieder eine ganze Weile gedauert, bis wir das alles so hin hatten. Da gab es dann einige Konfigurationsschwierigkeiten, weil es nicht hundertprozentig dokumentiert war, wie man das alles machen muss. Letztendlich haben wir das dann aber dann doch hingekriegt, dass dann tatsächlich aus diesem Icecast auch was rauskam. Das Problem an der Sache war, dass MOPPID immer nur genau ein Stück streamen konnte und danach einfach aufgehört hat. Und letztendlich, es gibt ein Ticket dafür für diese Sache. Letztendlich liegt das daran, dass das MOPPID einfach davon ausgeht, dass es auf eine lokale Audioschnittstelle streamt. Und eine lokale Audioschnittstelle einfach mal zuzumachen und die dann wieder aufzumachen für das nächste Stück, ist ja gar kein Problem. Nur wenn man ans Stream geht, kann man natürlich nicht so einfach hingehen und die Schnittstelle auf- und zumachen. Aber genau das macht MOPPID an sehr vielen Stellen, die wir dann rausgekriegt haben. Teilweise sogar auch über die Web-Schnittstellen, die es dann halt gibt. Also es ist dann noch nicht mal so gewesen, dass wir da großartig was hätten machen können, denn es gibt über die Web-Schnittstelle halt die Möglichkeit, auch diese Streams auf und zu machen. Und genau das haben also diese Web-Schnittstellen auch gemacht. Wir mussten also dann halt einen Workaround verwenden. Es gibt in Icecast eine Möglichkeit, ein Fallback einzurichten. Das heißt, wenn der Stream, wo die Musik herkommt, wenn der zusammenbricht, kann Icecast umschalten auf eine lokale Datei und die abspielen. Und genau das haben wir dann halt konfiguriert. Und damit war es dann möglich, tatsächlich auch mehrere Stücke zu spielen. Tja, und dann musste man noch hingehen, um das Ganze ein bisschen zuverlässiger hinzubekommen, noch ein paar Patches dann bei MOPPID dann einfügen. Zum Beispiel, dass man halt nicht tatsächlich immer die Stream dann schließt. Also GStreamer sagt, die Stream soll geschlossen werden, sondern wir haben das ersetzt durch eine Pause. Und wir haben halt diesen Icecast Workaround installiert und danach konnten wir tatsächlich dann Stücke spielen. So, und jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir das irgendwie hinkriegen, das Ganze zum Laufen zu bekommen. Wenn wir die IP hätten. So, du sagst jetzt, dass... Ich mache hier gerade mal das aus. Also ich kann 101.101 anpingen, aber ich kann mich auch nicht einloggen. Das ist der falsche. Genau, das ist der falsche Rechner. Super, klasse. Hast du nicht die MAC-Adresse gemerkt? Ja, ich finde das gut. Okay, dann macht ja. Wir können ja mal, ich meine, der macht ja DHCP, also vielleicht nehmen wir einfach mal dann die nächsten Adressen. 102 scheint zu funktionieren. Wir waren im Schlafmodus wahrscheinlich. Ich bin drauf. Was ist 102? Ist das Passwort? Nee, die IP.
super. Okay, dann können wir uns einfach mal gucken. Nee, nee, die hatte das gar nichts zu tun. Wir hatten nur versucht, den auf den Pfeil zu kommen. Und da wussten wir die IP nicht. Nee. Das, was wir am Kennwort am Ort durch, ist das Datum. Das Datum? Ja, also, ja, genau. 2014.09.30 ja. So, ich schiebe das jetzt mal hier rüber, damit man was sehen kann. Aus. Jetzt muss ich mir mein Handy holen. Ja, ich bin gerade schon dabei. Ach, du bist schon dabei, sehr gut. Was versucht ihr jetzt zu machen? Wir sind gerade dabei, den, also wir haben jetzt gerade den MobID haben wir jetzt gerade gestartet, also das kann ich auch mal zeigen. Das streamt etwas, aber... Nee, das streamt nicht. So, was man also hier sehen kann, ist, dass hier der... Man kann hier sehen, dass der Icecaster läuft, ja? Icecast 2, das ist das hier. Und man kann hier sehen, dass der MobID läuft, das ist das hier. Und der WinAmp hier oben, der ist jetzt verbunden mit dem MobID, hat aber im Moment kriegt kein Signal, er spielt also immer diese Datei ab, die einfach, das ist eine MP-Datei mit Stille drin, also wo nichts drin steht. Und wartet jetzt darauf, dass er jetzt von dem MPD-Client dann gesagt bekommt, was er spielen soll. Und das ist das, was wir jetzt gerade versuchen, hier dann aufzusetzen. Das ist nur so, dass ich komme nicht rein, er kommt nicht rein. Oder ich bin jetzt drauf. Du bist drauf, okay. Mhm. Könnte ich den auch mal ein bisschen schwitzen lassen, den Raspberry, und mit der Webschnittstelle drauf gehen. Der Handy sagt, es sollte jetzt was spielen. Wiederholt wieder die gleiche Datei. Stille. Also der Ton ist an. Thank you.
kann mal gerade das Web und der Interface zeigen. Das ist vielleicht auch besser. Interface von dem Mopedi selbst. Da kann man halt solche Plugins installieren. Wie zum Beispiel diesen Web-Client hier. Der sieht dann so aus. Wenn man jetzt hier auf Browse geht, dann sieht man hier, dass wir also Spotify angeschlossen haben und man sieht hier, dass wir so Local Media dann installiert haben. Und da kann man dann halt einfach was auswählen und das sollte eigentlich jetzt spielen. Warum ist das jetzt nicht tut, was ich. Ach doch, da kommt was. Jetzt hört man auch direkt das Problem, was wir hatten. Ja, das ist viel zu langsam. Das Problem haben wir den ganzen Sprint nicht lösen können. Nochmal, wie ist es sicher? Ich habe aber festgestellt, wenn man den Stream nochmal startet, dann kriegt er das richtig hin. Ja? Dann ist die Header, der hat noch den Header wahrscheinlich schon von der Stille und der hat andere Bitrate. Irgendwie sowas ist das ja. Also warum das nun genau so passiert, haben wir nicht rausgekriegt. Hm. Wird andersrum sein. Schätze ich. Aber es wird, ich vermute, das ist typisch der, ich erwarte jetzt auf den Spiel so. Ja, das war jetzt mal ein Wechsel zu einem anderen Stück. Wie man hier hört, schreibt man den Rest wirklich an die Grenzen dessen, was er kann. Ich glaube, das ist jetzt wegen der WLAN-Verbindung. Ja, aber der nächste. Das sicherlich auch, aber das ist beim Sprint ja nicht viel anders gewesen. Also aber der macht eigentlich nichts, der Raspberry macht nichts. Doch, der macht eine ganze Menge eigentlich so, weil das hat mit dieser Web-Oberfläche zu tun. Die Web-Oberfläche benutzt Websockets und macht natürlich jede Menge Verbindungen auf. Und das sieht man ja auch hinten in der Shell, wenn man hier mal einen Top laufen lässt. Ja, da hat der Mopedi halt ordentlich was zu tun, obwohl er eigentlich nur verwaltet. Deswegen hatten wir im Sprint dann diese MPD-Clients benutzt, weil die halt nicht diese ganzen Websockets aufmachen. So, aber ich glaube, das war jetzt so als kleine Demo, weil das jetzt, man hat gesehen, er macht was. Ne? Und Spotify funktioniert auch? Ja, Spotify funktioniert auch, ja. Kann ich nochmal zeigen, aber das kann ich dann aus GEMA-Gründen nur ganz kurz machen. Wahrscheinlich Bug benutzen. Ja, wenn der Windows jetzt nochmal startet, ist halt jetzt von dem Handy aus schon. Ich habe so das Gefühl, dass die Verbindung zum Raspberry gerade abgebrochen ist. Aber der ist jetzt hier gerade bei fast 100%, deswegen. Spotify klappt auch. Ja. Starte WinAmp doch statt jetzt hier nochmal eben. Hat vom Handy aus was angemacht. Ja, aber der Browser hängt und der ist jetzt gerade voll beschäftigt hier. Oh, ja. Der Browser ist ja selber, nutzt die ganzen Ressourcen. Ich mach das hier mal wieder zu. Sollte das noch wieder runtergehen und man geht direkt auf 40 runter. Wie gesagt, das ist über diesen MPD-Client, den man auf dem Handy hat, ist das besser zu machen. So, jetzt wollte ich noch kurz was erzählen zu den Resultaten, die wir dann hatten. Ja, was war also letztendlich das Ergebnis von diesem Sprint? Wir haben also eigentlich nicht das machen können, was wir eigentlich machen wollten. Wir haben auch nicht besonders viel Python programmiert. Wir haben uns zwar durch diesen ganzen Mopedi Source Code dann durchgewühlt und geschaut, wie man das irgendwie hinkriegen kann. Es ist aber eigentlich eine
sehr lange Kette von Negativergebnissen gewesen, die wir jetzt dann so erzielt haben. Also wir haben festgestellt, dass MobiD installieren und konfigurieren, dass es tatsächlich läuft, gar nicht so leicht ist. Zudem haben wir festgestellt, dass der GitHub-Checkout, den wir gemacht haben, dass der nicht funktioniert hat. Es hat also funktioniert mit dem Release, das man über apt-get bekam, aber als wir dann halt, wir dachten halt, dass wir nehmen die neueste Version, die von GitHub kommt, und arbeiten damit weiter, aber das Ding, das funktioniert einfach nicht. Auch das hatte wieder Zeit gedauert, ne, und Zeit gekostet und war halt nicht so optimal. Dann haben wir den alten MPD-Server mal installiert, um mal zu gucken, ob man vielleicht damit weiterkommt, den in C geschriebenen. Der läuft tatsächlich mit Icecast ganz gut. Aber der hat dummerweise kein Spotify-Interface. Da gibt es zwar ein altes Interface, das D-Spotify heißt, das wird aber nicht mehr weitergewartet und da Spotify die Webschnittstelle geändert hat, funktioniert es auch nicht mehr. Da gibt es einen Nachfolger, der ist Re-Spotify, der ist auch in Python geschrieben. Und dachte, Mensch, klasse, installieren wir den, konfigurieren den. Das haben wir dann auch gemacht und haben dann festgestellt, dass den zum Laufen zu kriegen halt ziemlich unmöglich ist, weil da halt etliche Fehler drin sind. Und das alles dann zu beheben, hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Dann hatten wir diese Bitratenprobleme, das haben wir auch nicht lösen können. Einfach mussten wir diesen Bitraten neu starten, um das dann zu lösen. Der MobiD-Code selbst ist wenig dokumentiert, ist auch ein bisschen merkwürdig strukturiert. Der benutzt also Tornado zum Beispiel für die Webschnittstelle, benutzt gleichzeitig aber auch Threads. Also Tornado ist ein asynchrones Framework für Python, das normalerweise ohne Threads rauskommt und halt wenig arbeitet. Warum das jetzt beides gemischt ist, keine Ahnung. Der benutzt ein Actor Framework, Picker heißt das. Habe ich auch noch nie vorher was von gehört. Das mussten wir uns auch ein bisschen dann erstmal angucken. Und es gibt keinerlei Dokumentation über das Design von diesem Code, sodass man also letztendlich nicht wirklich auf Anhieb versteht, wo was jetzt ist und wie was. Wie das alles zusammenhängt. Dann wollten wir uns ja zwischenzeitlich den GStreamer mal genauer angucken. Dafür gibt es ja auch ein Python-Interface. Das ist ein riesiges Projekt. Da gibt es zwar sehr viel Dokumentation für die C-Schnittstellen, aber es gibt für das Python-Interface gar keine Dokumentation. Man kann den Code von dem Interface noch nicht mal lesen, weil er in C geschrieben ist. Ist also relativ hoffnungslos. Und alles, was wir an Doku gefunden haben, was uns dann vielleicht hätte weiterhelfen können, das wären ein paar dicke Bücher gewesen. Aber dafür war halt keine Zeit drin, deswegen haben wir das halt dann auch gelassen. Ja, und das sind die Ressourcen, die wir so benutzt haben dafür. Wenn da jemand sich mal reinhängen will oder weitermachen will, da gibt es noch jede Menge zu lesen. Tja, das war's.